Barbara, du gibst deine Party. Nein! Ja! Nimm den Kopfhörer. Ich dreh gleich durch. Ja, ich auch. Hörst du schon was? Hörst du mich noch? Also bewegen Nein. kann sie sich Gut. nicht. Pass auf! Alles klar, geht. Kinder, ihr seid jetzt eine fröhliche Schar von Gästen, die zu Barbaras Party kommt. Und zwar in der Reihenfolge, wie ich euch jetzt eure Rollen gebe, werde ich euch gleich hereinklingeln. Als erster kommt Oliver. Du bist ein Hundetrainer, der alle anderen, die auf dieser Party sind, auch für Hunde hält. Natürlich. Ja. Als zweiter kommt Tetje. Tetje, du bist ein Elvis-Imitator, der die anderen beim Singen beklaut. Und Mirko, du bist... Warte doch mal. Oh, das liebe ich besonders. Mirko, du bist die Präsidentin des Barbara Schöneberger Cheerleader Fanclubs. Ist ja nicht wahr. Gell? Das ist aber ganz schön lang. Ja, das ist ein langer, langer Titel. Für dich kein Problem. Ich bin's. Hallo. Ja. Ich nehm's dir mal ab. Barbara, du gibst eine Party. Aber wer sind wohl deine Gäste? Geht schon los. Ich bin gespannt. Hey, hallo. Ja, bist du eine Feine? Ja. Bist du eine Feine? Das stimmt. Das gefällt dir. Das freut mich. Darf ich mal anfassen? Ja. Oh, die ist ganz feucht. Das ist ein gutes Zeichen. Ja, ich war gerade auf dem Klo. Schön. Komm rein. Sag mal, und das glänzt so schön. Wirst du oft gebürstet? Ja, ich habe rohes Rinder-Eigelb gegessen. Schön. Ja. Komm doch, ganz darf ich die Tür zumachen? Mach mal zu, mach mal zu. Hast du toll gemacht. Hast du ganz toll zugemacht. Willst du was trinken? Kannst du selber schon was eingießen? Ja. Zeig mal. Schau mal. Wow. Hey. Hey. Hallo. Na, Baby, wie geht's? Gut. Und? Are you lonesome tonight? Do you miss me too? Darf ich das wieder haben? Was meinst du? Das sind die 20 Euro, die ich für morgen brauche, um die Putzfrau zu bezahlen. 20 Euro. Pass mal auf. Kurz! Kurz! Oh, da ist doch die Tür! Mann! Da ist doch die Tür! Ich hab mich verletzt! Oh. Dann kommt der Nächste. Ich freue mich. Ich freue mich. Mann, toll. Frau Schöneberg, ich freue mich riesig, dass ich Sie persönlich mal kennenlernen darf. Sie sehen ja besser aus als im Fernsehen. Fantastisch. Schöne Wohnung, schöne Wohnung. Ist das eine schöne Wohnung? Warten Sie, gib mir ein B, gib mir dein BH, gib mir dein... You know? Lass uns erst. Willst du den mal interessieren? Hast du das häufig gemacht? Ja, hast du das häufig gemacht? Wollten wir das nicht mehr machen? Du bist aber schon eklig. Den müsst ihr ins Heim geben, tut mir leid. Warum? Das hat keinen Sinn. Gib mir ein A, gib mir ein C, gib mir ein D. Was ist das Kacke? Ja! Ich glaube. Der ist von seinen Vorbesitzern schlecht behandelt worden. Ich würde ihn ins Heim bringen. Das hat keinen Sinn. Ja, das machen wir gleich. Sie sind so nett, das muss ich den anderen erzählen. Ich muss ganz kurz. Welchen anderen? Ja. Ja, Baby. Green off of a hound dog. Crack no time. Green off of a hound dog. Klaust du? Nein. Oder konfiszierst du? Nein, ich klaue nichts. Habe ich gar nicht nötig. So viel Erfolg habe ich. Okay. Also, ich möchte auf meiner Party vieles haben. Aber ich möchte auf meiner Party auf keinen Fall einen Hundedressierer haben. Der? Der mich für sein nächstes Trainingsopfer hält. Nicht nur ich, sondern... Du hältst mich für einen Hund? Ja. Nicht nur mich! Nicht nur mich, alle Menschen! Ja. Alle! Und hier, unser Elvis-Fußgänger hat irgendwie eigentlich eine Karriere als Taschendieb hinter sich, hält sich aber für Elvis Presley. Ja. Absolut!
Und ich wollte schon immer in einer Cheerleader-Gruppe tanzen und bei Frankfurt Galaxy auftreten. Aber diese Cheerleader-Gruppe tanzt für wen? Die tanzt für mich. Ja! Zauber. Mein Schwierig.